Hey, ihr Prismen, willkommen zurück zu Minecraft Togethercraft. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich habe JP dabei. Guten Tag. Geh auf den Server, los. Was geht's? Wie läuft's in eurer Stadt so? In unserer Stadt, wir waren jetzt gerade, haben ein bisschen in der, wir haben eine riesen Höhle, also so eine riesen Schlucht gleich unter uns. Boah. Ziemlich praktisch, also da waren wir gerade. Jo, und meine beiden Kampanen sind hier auch gleich. Wir sind gerade am Hausbau. Und ja, läuft eigentlich. Ja. Wie ist bei euch? Ja, bei uns, wir sind, also ich bin am Hausbau, Johannes möchte eigentlich, ist nicht so der Bauer. Also, ne? Ja. Und, ja, Tim ist ja nicht da, der kann ja nicht so häufig, sein PC ist ja kaputt gegangen. Der hat nicht das Geld übrig, sich einen neuen zu kaufen. So, und... Na, das ist natürlich doof. Ach, verdammt, hier fehlt ein bisschen Kies. Naja, deswegen, jedes Mal, wenn er halt dann dabei ist, dann sitzt er neben mir an meinem Laptop. Na, kann man sich zumindest immer unterhalten. Ja, es ist halt nur ein bisschen komisch. Du hast es jetzt noch nicht gesehen, weil ja die ersten Folgen noch nicht online sind. Wir produzieren ja... Es ist ja noch nicht mal Silvester heute. Genau, morgen, ne? Morgen. Und, was wollte ich denn sagen? Ja, genau, also es ist halt noch nicht mal Silvester, wir produzieren vor. Und, deshalb... Oh, ich habe voll den Faden verloren, tut mir leid. Na, ist noch nicht so, konnte ich es noch nicht sehen, genau, konnte ich es noch nicht sehen. Ja, richtig, sagen. Genau, also... die Soundqualität ist halt ein bisschen schlechter. Ich habe schon mal reingeschnitten ein bisschen. Ja, also reingeschnitten, das klingt zwar. Nee, also ich habe halt schon mal ein bisschen angefangen zu schneiden. Und die Soundqualität ist halt noch nicht so ganz so. Weil ich halt ein bisschen weiter vom Mikrofon bin, weil ich mir das halt mit Tim teilen musste. Na gut, aber das ist ja jetzt nicht jede Folge so. Von daher. Jetzt dürfte es eigentlich wieder ein bisschen gut sein. Bisschen gut sein, ey. Ich glaube, mein Internet spackt wieder ein bisschen, weil irgendwie kriege ich verspätet Schaden. Oder war zumindest eben so. Okay. Ist hier noch ein bisschen Kies irgendwo über? Nein. Natürlich nicht. Dorfbewohner verstehen auf jeden Fall, Kies sinnvoll einzusetzen, ne? Die lassen dann nichts über. Sondern darunter ist direkt Erde. Ah. Die wissen, wie es geht. Oh, da ist ein Skelett. Ach so, habt ihr schon Betten? Nö. Weil das Problem ist, wir haben da hinten irgendwo im Schneebiom sind Schafe. Oh Gott. Da werden nicht wiedergefunden. Was ist? Creeper. Oh. Überlebt das mal. Ach geil, das Skelett hat einen Bogen gedroppt. Ach, Mann, scheiße. Was denn? Nie, du ich hasse Bauer. Es im Wasser zu arbeiten. Ja, nie, du Bauer. Ja, Bauer kennen wir ja irgendwo, ja. Johannes möchte eigentlich. Ist nicht so der Bauer. Ist nicht so der Bauer. Ist nicht so der Bauer. Der Bauer. Der Bauer. Der Bauer. Der Bauer. Warte mal. Schreibt er erstmal zurück. Watt. Erstmal voll Watt falsch geschrieben. Fuck. Ah, scheiße. Alter, fast hat der scheiß Creeper an seinen. Sieht aus. Boah! Yo, Alter, nee. Alter, nee. Danke. So. Ey, nein! Okay, leckt's bei euch auch gerade ein bisschen? Ich krieg hier immer viel zu spät Schaden irgendwie. Das merke ich gerade nicht, leider. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich ihm falsch gesetzt habe eben. Deswegen habe ich gerade Nein gesagt. Ja. Oh Mann, ich hasse es, ne? Alter, nice. Das Skelett hat einen Bogen und Pfeile und Knochen gedroppt. Krass, Mann. Nice. Jetzt hole ich mir Hunde und dann greifen die dich immer an. Was? Ja, meine Lieber. Wollt ihr Probleme haben, oder was? Tim will ja unbedingt Atombomben bauen. Hier gibt's Atombomben? Mhm.
Also wenn der hier mit einer Atombombe ankommt, ne? Die sind aber erstmal für alle Teilnehmer tabu. Ja, also, wer will. Aber ganz ehrlich, wer will Atombomben bitte benutzen, ja? Das wäre so schade. Wenn man jetzt weiter. Ja, wenn ich vorher ein Backup von der Welt mache, nicht, aber. wenn ich daran denke. Ja, gut. Werkzeuge. Waffen. Und Zeug. So. Unser Friedhof ist auf jeden Fall richtig cool, weil wir haben. Ah, stimmt, warte mal. Wir brauchen noch ein Friedhof mit Grabstein für Linus. Ach ja, stimmt. Der ist ja draufgegangen. Folge. Ah, warte. Hab ich auch schon voll vergessen. So, jetzt endlich. Wieso ist der so hübsch? Bitte? Wieso ist der jetzt so hübsch? Naja, der, hab ich hübsch gesagt? Ja. Oder cool. Nee, da stehen die Schilder. Ich weiß, ich kann gerade nicht nachgucken, weil da so viele Monster sind und ich habe noch nicht so viel Rüstung. Außer den Eisenhelm, den ich gefunden habe in der Kiste. Da steht, also bei meinem Grabstein steht, hier liegt Kai Gymo. Das Überprisma, glaube ich. Mhm. Und auf Johannes Grabstein steht, hier liegt Jo 0608 der Miner. Der Miner? Ja. Cool. Ach verdammt, ich spiele immer noch im 32x32. Ich wollte eigentlich 64 für diese Folge nehmen. Ah, das haben wir noch gar nicht. Ah ja, dann ist okay, dann bleibe ich mal fair, Gleichberechtigung und so für minder bewertete. Winner bewertet. JPs. Ja, ja, erstmal beleidigen hier. Kann man sich eine Dreckrüstung machen vielleicht mit den neuen Mods? Nee, schade. Das hätte klappen müssen. Egal. Ja. Ich habe so Angst, hier irgendwas zu machen gegen den scheiß Monstern. Ich bin gerade am Überlegen. Sieht soweit eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss natürlich jetzt noch eine Brücke bauen, aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock zu. Oh, Akazienholz. Ja. Und was machst du gerade so? Ich guck gerade, ob ich mir irgendwas craften kann, aber ich kann kein weiteres Rüstungsteil machen. Gucke mal eben. Wo ist da? Da ist eine Stormex. Ah, deren Folge ist anscheinend. XD left the game. Deren Folge ist anscheinend zu Ende. Ach, Linus auch. Er schreibt Ciao und ich wollte gerade so antworten und. Er leftet den. Oh, alter Creeper, alter. Alter. Richtig viele Creeper. Okay, zwei, aber. Richtig viele. Oh, jetzt, alter, jetzt sind's vier. Scheiße. Ja, ja. Schon nicht so einfach. Tim hat einen Pfeil? WTF? Tim hat einen Pfeil. Läuft. Ja, Tim hat einen Pfeil. Ich hab 9 Pfeile. Wir haben auch schon gegen Dings gekämpft, aber wir waren ja auch schon in der Höhle. Ach, das sieht eigentlich ganz geil aus hier mit der Farm. Oh Junge, es soll endlich wieder Tag werden. Ja, das wäre ganz. Boah, ich kann die Folge über nichts machen, Alter, weil ich keine Chance habe, zu den Schafen zu kommen, ohne dass mich ein Creeper wegbasht oder so. Ich bin gerade überlegen, wie ist das. Oh, was macht er denn da? Aha, er baut es weiter. Das kann ich auch machen, dann so ähnlich. Wie macht er denn das? Er macht das so. Ah, Alter, er hat mir nachgebaut. Oh. Ich dachte gerade schon. Wer denn? Ja, Lukas hat so ein ähnliches Haus wie ich. Na gut, wenn man das gleiche Holz benutzt und so und beide am Wasser liegen, sollte das auch ungefähr gleich sein. Ja, vor allem, weil ihr eine Stadt seid. Ihr solltet vielleicht ein bisschen einheitlich bauen. Ja, das stimmt. Oh Gott. Ich hab so Schiss bei den Creepern, Alter. Es ist nicht feierlich. So. Jetzt bin ich hergekommen, um. Alter, du machst mir auch schon voll die Paranoias hier. Mein Stuff zu looten.
Das kann da noch rein, das brauche ich nicht. Ja, tue ich. Bist du. Wieso? Hast du Angst vor Creeper? Bisschen. Oh, Junge. Die können doch einfach überall auftauchen, ne? Tag. Ja, toll. Ja, ist toll. Oh Mann, oh Mann. Ich will einfach nur ganz schnell die Schafe finden, von denen Johannes gesprochen hatte. Die Schafe? Ja. Oder generell irgendwelche Schafe. Oh, hier steht noch unsere allererste Werkbank. Oh Mann. Ja. Hast du die Zeit im Blick? Ja. 10 Minuten. Gut. Alter, die Kuh hat ja viel gedroppt. Das ist immer erfreulich, wenn eine Kuh viel macht. Okay. Habt ihr eigentlich schon so eine Farm? So richtig so? Nee, also nur halt diese, die vom NPC-Dorf halt da waren, ne? Mhm. Aber es sieht mega geil aus. Also wir haben hier ja so eine kleine Baumfarm vor unserem Haus. Und mit diesen Akazienbaum, das sind halt so Steppenbäume. Und wir leben hier in der Steppe und das sieht einfach mega nice aus. Unsere... Hört mich voll. Ja, habe ich euch nicht in Winterlandschaft teleportiert? Ja, aber... Also ich habe einfach die erstbesten NPC-Dörfer genommen, aber die sehen so übertrieben krass aus. Ja, das sieht ziemlich cool aus. Also wir haben hier so ein... das ist nämlich so. Wir haben zu unserer Linken sind die Eisberge. Gegenüber von uns ist das Dorf und rechts ist so eine Sandwüste. Okay. Also so schwarzer Sandwüste. Ich freue mich schon auf deine Folge. Ja. Also hast du denn in deiner Folge auch allen ein frohes neues Jahr gewünscht? Frohes neues. Nö, hab ich nicht. Ich konnte es nachträglich noch einfügen, weil ich habe mich zwischendrin mal für die schlechte Soundqualität in der Folge entschuldigt. Okay. Dann habe ich das dazu gesagt. Und in der Need for Speed-Folge wünsche ich allen ein frohes neues Jahr. Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr in meinem kurzen Upload-Plan. Ja, weil dieser WoW aufhört und so, ne? Oh ja, alle sind traurig. Alle sind traurig. Ich am meisten. Mit Sicherheit. Ich frage mich gerade, was soll ich denn hier hinbauen? Wir hätten Glas, wir hätten... Wie so hier Holz, wie das hier. Krass, Alter, wie viel habt ihr schon gemacht? Ich habe gehört, ihr habt auch schon Diamanten und einen Zaubertisch. Haben wir gar nicht. Habt ihr nicht? Nein, haben wir nicht. Ah. Ihr schon, ne? Nein, aber ich muss Lukas noch töten. Warum? Weil der es gesagt hat. So, ja gut, wir haben Bücher, aber... Er meinte, er hätte ein bisschen Kohle abgebaut und hätte direkt Diamanten gefunden. Aber irgendwie kam mir das dann doch schleierhaft vor, weil so hoch könnt ihr keine Diamanten finden. Diamanten sind gar nicht, da Industrial Craft da ist, sind Diamanten gar nicht mal so mega wichtig. Also sind schon sehr, sehr gut, aber gibt besseres. Hey, gibt's hier bessere Schwerter als Diamantschwerter? Ruby Sword zum Beispiel, aber ich weiß nicht, ob das besser ist. Kann man noch irgendwas mit Emeralds machen? Emeralds? Ja. Das weiß ich nicht. Ruby Sword. Ach, Ruby Sword meinst du? Ja, Ruby. Ruby, Ruby. So, ich brüste mich jetzt mal noch nicht aus mit Dings. Wir haben übrigens gleich die 14 Minuten. Ja, okay. Damit du Bescheid weißt. Ja, wir haben ja 16 Zeit. Ja. Ich glaube, ich habe meine letzte Folge überzogen. Ich kassiere einen Strike. Oder ich schaffe es, das so zu schneiden, dass da irgendwas... Ist aber nicht so schlimm, ich wollte dir auch schreiben, jetzt gerade in Folge 4. Alter, warum? Ja. War ich kurz davor zu schreiben, sorry, wenn wir überziehen, weil wir waren ja in dieser Höhle